Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Im letzten Part waren wir Gesetzesbrecher. Was sind wir in dem Part? Richtig. Officer. Ein verwirrter Fahrer in einem demolierten Wagen sollte von einem Rekruten einfach zu stellen sein. Sorry. Let's verzacke Gas. Wirst du den Ford Crown Victoria fahren. Sobald du dich im Department entsprechend bewährst, wird dir die Einsatzleitung exotischere Ausrüstung zur Verfügung stellen. Viel Glück. Der klassische Polizeiwagen, wie man aus Filmen kennt. Habe ich auch schon im letzten Part gesagt. Sieht man zum Beispiel in The Fast and the Furious oder in anderen Filmen, wo solche Polizeiwagen öfters mal zu Schrott geböllert werden. Also ich drücke da gerade meinen Gasknopf ein. Verdächtiges Fahrzeug ist stark beschädigt. Ich leite die Festnahme ein. Jawoll, ja, unter einer Minute. Auszeichnung, nice. 46 Sekunden, ja, ich kann mit mir zufrieden sein. Nice, ich habe ein neues Fahrzeug bekommen. Oh? Boah, interessant. Bevor wir die Vorschau fahren, die hebe ich mir natürlich auf, machen wir erstmal. Ja, den nehmen wir.
Speed Enforcement. Ah. Komm, komm, komm. Das Besondere hier... Hier soll es ja so Arcade-Racer-mäßig sein. So, Kollege. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. So. Den ersten haben wir schon mal. Verhaftung wurde vorgenommen. Alter, hat der einen Bums drauf, der Wagen. Da hat der Junge mich erstmal kurz aus dem Gefecht gesetzt. Alter, bin ich reinrassig? Ich raste immer in alles rein. Scheint wohl so. So, dir klebe ich am Arsch, Junge. So, und dir klebe ich ebenfalls am Arsch. So, Rennen verhindert. Adios, Meister. Ihr kriegt erstmal schöne Strafzettel. Boah, 2,30? Dafür habe ich aber ein paar Unfälle gebaut, leider. Ja, ein bisschen viel Gewalt habe ich angewendet. Ah, Verkehrspolizei Mazda X8. Und Interceptor des Concept. Nice. Ich versuche natürlich mit jedem Wagen mal zu fahren. Was soll ich nur 2 Minuten? Ah, ich habe 5 Straßensperren zur Verfügung. Kein Nagelband, keine Helikopter und kein EMP. Kommen Sie hin, kommen Sie ran. Verfolgen einen Dodge auf der Grand Ocean Road.
Zentrale. Bestätigen Sie Übernahme durch Interzepte. Interzepte 1, 4 Zentrale. Straßensperren an Halten sind genehmigt. Vorrücken. Ganz genau. Straßensperren sind schon vor euch. Hier Straßensperren an einem Verkehrsunfall des Verdächtigen am Unfallstandort. Dürfen wir neu starten, weil da habe ich nicht rechtzeitig, bin ich rechtzeitig aufs Lenkrad gekommen. Deswegen haben wir ja die Szene schon. Na, geht doch! Weit über eine Minute braucht im Restart. Der macht keinen Ärger mehr. Oh, nice, befördert. Kadett, Level 2. Alter, so viele Fahrzeuge. Nice. Schnelleinsatz, das ne. Fire and dirty. Für die nächste Mission wurde dein interfekter Fahrzeug mit einem Abbruchmechanismus für Nagelbänder ausgerüstet. Aktiviert den Wagen und am Heck deines Wagens ein Nagelband abgeworfen. Fährt der Verdächtige über das Band, das sein Wagen beschädigt und ist vorübergehend bewegungsunfähig. Nutze diesen Moment, um den Verdächtigen zu stellen. Dein Fahrzeug kann nur eine begrenzte Anzahl von Nagelbändern beführen. Außerdem ist nach jedem Absetzen eine Pause möglich. Verwende die Bänder also nur, wenn du dir sicher bist. Einsatzleitung Ende. Boah, die hat sich ganz schön gehetzt angehört. Nagelbänder 5, Straßensperren 0. Also ich kann alles einsetzen, tja. Auszeichnung bei euch, 2 Minuten. Officer verfolgt einen blauen Subaru und Preza auf dem South Face Drive.
Da vorne ist der Kollege. Ah ja, negativer. Da war ich gerade dabei, den Kollegen zu stellen. Na, geht doch. Eineinhalb Minuten. Was eine Raserei. Immer diese Raserei. Oh, 370Z. Da gibt es auch den 370Z aus Underground 2. Na, mal schauen, wie viele Sachen der maximal raufbringt. Oh, ein Duell bei Nacht. Nice. Und wir haben 3 auf 3. Könnte lustig werden. Mit 370Z. Boah, erstmal Raucherpause. Ach nö, ich wollte eigentlich eine rauchen, Jungs. So, der erste ist weg. Verhaftung wurde vorgenommen. Straßensperre steht zur Verhaftung.
Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Position. An alle Einheiten. Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Alle Einheiten. Straße. So, der zweite ist weg. So, der dritte ist weg. Jetzt bist nur du, Kollege. So, dich mach ich auch noch weg. Nagelbandtreffer. So. So, jetzt hat alle eingesackt. Alle vier eingesackt. Alle vier eingesackt, wie sie es gehört. Dafür, dass ich. Dafür, dass ich nicht viel gemacht habe, außer vielleicht ein paar Sperren richtig gesetzt. Highway-Streife. Nice. Oh, ein TTRS? Nice. So, Schnelleinsatz, Vorschau. So, im vierten Part machen wir dann eben ein paar Vorschauen. Die hebe ich mir nämlich auf. Was haben wir denn von der Ausrüstung? Das macht der Porsche. Das machen wir mit dem Porsche. Obwohl ich so oder so deutsche Qualität unterm Arsch hätte. Mist. Achtung, alle Einheiten Verfolgung fortsetzen. Over. Waffensysteme nicht einsatzbereit. Wende die rechte Gewalt an. Alle Einheiten. Freigabe für EMP-Einsatz. Wiederhole. EMP freigegeben. Over. Thank you.
alle Einheiten Verfolgung fortsetzen. Ach, er fährt selber ein EMP. Mist. Dürfen wir neu starten, weil ich will die Auszeichnung haben, bevor ich den Part beende. Ich muss einfach nur beim EMP-10 vorsichtig sein. Ich feuer sie EMP einfach zu früh ab. Ja, hier ist mal wenigstens das verdammte EMP-Verfehler. Entweder ich fahre gegen eine Wand oder was weiß der Geier. Aber hin! Habe ich gesagt, dass... Habe ich gesagt, dass ich infrei bin? Nö, habe ich nie behauptet. Deswegen bin ich froh, wenn ich nicht nur aufs EMP angewiesen bin. Hat sich hier erledigt, endlich im dritten Anlauf.
Na, geht doch 1:09. So, da. Oh, 9:11. Ja, schon wieder ein Porsche. So, da. Und genau hier werde ich den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich habe es vergessen, im ersten Part zu sagen. Über Bewertung würde ich mich freuen. Kommentare, Abo. Und bis dann. Ciao, ciao.